Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, bei den beiden vor einer Woche vorgestellten Kätzchen ist die Vermittlungsnachricht halb und halb. Die im Tierheim etwas scheue Abgabekatze Tiger hat bisher leider keine Interessenten gefunden. Doch für die noch namenlose Katzenmutti interessiert sich eine Tierfreundin. Vielleicht wird sie ja bald abgeholt. Heute stellen wir die junge und sehr schöne Weimaraner Hündin Zoe vor, die vom Veterinäramt aus einer nicht artgerechten Haltung in die Arche Noah gebracht wurde. Zoe wurde im März 2017 geboren und hat noch nicht viel kennengelernt. Trotz knapp bemessener Zeit der Mitarbeiter des Tierheimes konnte Zoe allerdings schon einiges von ihnen lernen. Wenn man Zoe im Freilauf beobachtet und in ihren bernsteinfarbenen Augen schaut, fällt sofort auf, dass sie gern arbeitet und viel lernen möchte. Man erkennt in ihr den aufmerksamen Jagdhund, ebenso wie den anhänglichen Menschenfreund. Bei Marana wurden als Jagdhunde gezüchtet. Man sieht sie meistens an der Seite von Jägern. Seltener leben sie bei Menschen nur als Begleithund. Der Jagdhund liegt ihnen im Blut und als Familienbegleithund muss man den aktiven Hund schon viel Zeit schenken. Weimaraner sind sehr ausdauernd und wollen viel Bewegung. Ihre Spürnase braucht Arbeit, damit sie ausgeglichene Familienmitglieder sind. Oder wie man auch sagen kann, Rudelmitglieder. Die junge Zoe möchte noch viel lernen und in einem neuen Umfeld endlich ein Hundeleben nach Weimaraner-Art leben. Sie verträgt sich mit Artgenossen und hat in der Arche Noah einen Spielpartner, der allerdings bald in ein neues Zuhause umziehen darf. Deshalb wäre es für Zoe sehr schön, wenn auch sie bald einen neuen Anschluss finden würde. Kinder dürfen durchaus im neuen Rudel leben, denn Zoe mag Kinder. Ein Haus mit Grundstück wäre ideal. Eine reine Wohnungshaltung ist für einen Jagdhund eher nicht geeignet.